Moin, hallo, willkommen zurück zu Subnautica. Ich bin hier immer noch in den tiefen Tiefen des, ich weiß gar nicht, kaputten Riffs oder sowas. Ich würde gerne, kann ich dich scannen? Darf ich dich scannen, ohne dass ich drauf gehe? Quallenrochen. Lass mich dich scannen. Er haut ab. Er hat Angst. Können wir dich scannen? Können wir. Baumpilz. Okay, wo ist die Motte? Da ist die Motte. Schnell wieder zurück. Sauerstoff tanken, denn in den tiefen Tiefen ist das ein bisschen schwierig hier. Können wir dich noch mal kurz hier? Haust du ab? Scannen. Es ist schwierig, dich zu scannen, wenn du abhaust. Wie kann ich die denn scannen? Rettungskapsel 19 ist 1300 Meter in die Richtung. Ich würde dich gerne scannen. Das ist echt nicht einfach, dich zu scannen hier. 35%. Irgendwas macht hier auch ganz komische Geräusche. Dich haben wir vorhin gecheckt. War hier noch irgendwas, was wir noch gucken können? Da ist noch eine Schlucht. Wir müssen nur gucken, wir sind schon bei 172 Metern. Da ist noch die Rettungskapsel mit Dingens. Und hier war noch eine, ne? Oder war das die? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde die gerne noch scannen hier, aber das ist nicht so einfach. Wenn die abhauen, du musst hinterher schwimmen und ich glaube, die hauen dann immer ab. Ich schwimme gerade mal zu dem Baum, gucke gerade mal, ob hier noch irgendwas Tolles ist. Hier sind noch Pflanzen, die kenne ich noch nicht. Oh, ich stupse erstmal selber gegen die. Was, können wir nicht scannen? Können wir nicht scannen. Okay. Kann ich da... Nee, ich will nicht zu weit weg von der Seemotte hier, weil es zu tief ist. Wir sind ja unter 100 Metern. Auf Dauer ist das, glaube ich, nicht so gesund. Ist denn hier noch irgendwas? Was ist das denn hier? Das sieht noch seltsam aus. Ist das vielleicht was zum Scannen? Ich bin mir nicht sicher. Baumleich. Kann ich nicht scannen. Oh, ihr seid neu. Oder dieser Deko, das kann auch sein. Den Baumleich kann ich nicht scannen. Okay. Merkwürdig. Na gut, dann... hier war sonst nichts mehr? Ich glaube nicht, ne? Das könnte noch was sein, was man scannen kann. Ich bin mir nicht sicher. Tischkohle hatten wir schon. Okay. Okay, jetzt muss ich aber erstmal was trinken, sehe ich gerade. Sonst wird das hier ein bisschen doof. Das sollten wir nicht mehr essen, das Zeug. Wir sollen uns also auch bald auf den Rückweg machen. Ach, ihr seid das da oben. Ich würde euch gerne noch gescannt kriegen, aber ich bin nur bei 35% leider. Wo ist denn? Wir gehen nochmal das Schiff schnell checken und dann fahren wir zurück. Sonst wird das hier zu. Was ist das denn? Bist du? Wer oder was bist du? Oh! Au! Hat mich das angezogen oder was war das? Das hat wehgetan. Das war eine Erfahrung, die ist, glaube ich, auf Dauer nicht gut. Wenn das ein Rochen wäre oder so, dann hätte er mich jetzt kaputt gestochen und dann wäre es das gewesen hier, ne? Oh, man kann also auf Fisch tot fahren hier, oder was? Hier ist eine riesige Wand, ne? Krass. Auf der anderen Seite, würde ich sagen. Gucken wir da mal. Wenn man überlegt, wie viel hier ist, ne? Wir suchen immer noch ein paar Reste. Von dem Mehrzweckraum. Ich würde nämlich den gerne langsam mal bauen. Ist da noch was drin? Tolles? Was ist da drin? Okay, da ist nur Dingens drin. Die brauchen wir nicht. Ich frage
frage mich, was das mit diesen Dingens noch auf sich hat hier. Was ist da noch drin? Da ist noch eine Pistole drin oder so. Ja, das ist kein Dingens. Oh. Okay, Fischschwärme sollten wir aufpassen. Ich schwimme hier einfach durch alles durch. So, dass er das noch spät nachlädt. Eigentlich habe ich genug Power hier für die Kiste, aber irgendwie merkwürdig. Ist eigentlich auch eine dicke Grafikkarte drin. Ist zwar jetzt nicht die neueste, aber die sollte eigentlich ein bisschen was bringen. Muss ich vielleicht noch ein bisschen optimieren. Oh, ein riesiger... Oh, oh, da ist ein Freund, den wir nicht haben wollen. Das Problem ist, es sieht aus, als wäre das ziemlich tief. Oder kommt mir das nur so vor? Die Farbe ändert sich schnell von der Umgebung hier. Die Musik ändert sich auch gerade wieder bedrohlich hier. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Wir fahren hier einfach ganz locker hin. Essen und trinken aber nicht mehr so viel hier. Warning, maximum depth reached. Hull damage imminent. Okay, hier sind noch ein paar Teile. Ich werde gucken, dass ich mal hier gerade drüber hoffe und dann. Was? Welcome aboard, Captain. Okay, bisschen höher, das war zu niedrig. Reparieren. Ich drücke immer die falsche Taste. Ich drücke mal Linksklick anstatt Rechtsklick. Wir kriegen das noch hin. Okay. Repariert. Da ist nichts. Das könnte vielleicht noch was sein. Scanner. Naja, das heißt eigentlich, dass ein großer Predator hier sein kann, ne? Das heißt, wir sollten uns nicht zu lange hier aufhalten. Wo ist die Seemotte? Da drüben. Ich muss ein bisschen den Sauerstoff im Auge behalten. Gehen zurück. Sicher ist sicher. Okay, wir gehen mal. Wo ist denn? Da ist das große Wrackstück. Wir gehen mal hier rüber. Nur gucken, dass wir hier bleiben. Das sind zwei große Stücke. Vielleicht finden wir hier die Teile, die wir brauchen. Das können wir scannen. Ne, können wir nicht. Tauchdock, okay. Okay, nice. Neuer Blueprint, aber hier ist nichts sonst, ne? Die Mod ist da drüben. Sauerstoff ist okay noch. Die Lampe, kann ich die scannen? Kann ich nicht scannen, glaube ich. Nochmal kurz oben in die Seemotte. Wir haben nämlich nur 50%. Wir haben zwar ein bisschen Sauerstoff, aber das ist ein bisschen unsicher hier. So, was ist hier? Da können wir noch was mitnehmen. Versorgungskiste, was ist das? Signal ist da, aber hier ist nichts drin. Okay. Kommen wir hier rein? Nee. Hier auch nicht. Auch nicht. Das ist echt eine große Sektion, die hier rauskommen. Müssen wir erstmal wieder rein in die Seemotte. So, dann gucke ich da unten kurz noch einmal und dann fahren wir weiter. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Mhm, ist mir aufgefallen. Da war nichts mehr, ne? Ne, okay, wir fahren mit der Seemotte da drüben hin. Dass man so weit tauchen kann ohne Probleme, ohne dass du hier gleich drauf gehst, finde ich ein bisschen krass. Ich hätte gedacht, dass es hier eher zu Problemen kommen könnte, weil du kriegst ja von jetzt gleich so viel Druck ab. Scan. Da sind Riesenkristalle und sowas hier. Da sind echt die ganzen Träger, sind alle verbogen. Das finde ich schon krass. Ist nichts drin, ne? Nichts zu sehen. Das können wir. Kann man das aufschweißen? Das ist eine versiegelte Tür, können wir aufschneiden. Okay. Wo ist die Seemotte?
ich jetzt blöd? Da. Wir gehen mal kurz in die Seemotte, wechseln das Item. Wo haben wir den? Sagen wir nicht, wir haben den nicht gebaut. Jetzt weiß ich, was ich bauen wollte. Na toll. Und wir können hier keine Markierung setzen, ne? Doch, wir haben ja noch da unten das Ding. Okay, dann fahren wir hier wieder zurück. Aber wir gehen erstmal zurück dann. Wo ist denn hier? Einen Kompass habe ich auch nicht gebaut. Das gibt's doch nicht. Das ist aber nicht gut. Dann fahren wir erst zurück. Das hat keinen Sinn. Wenn ich hier die Dinger nicht habe, ich kann die ganzen Türen nicht aufmachen. Ich bin ja total doof. Ich dachte, ich habe schon alles dabei, aber nope. Also nochmal zurück. Ich hoffe, ich... Ach nee, da fehlte noch was, ne? Oder? Titan oder was fehlte mir? Irgendwas fehlte mir doch, glaube ich, oder? Ich bin mir nicht sicher. Was sagt denn meine Energiezelle? 72%, okay. Noch ist alles gut. Ich hätte echt gern jetzt langsam bei den Raum hier, dem Netzwerkraum, dass wir mal endlich eine Base bauen können hier. Das ist nämlich nicht da. Ich weiß nicht, wo ich das Ding finden kann hier. Ich habe schon ein paar Dinge abgesucht, aber vielleicht fahre ich auch dran vorbei. Das kann natürlich auch sein. Das Schiff hat sich ja hier so weit verbreitet, dass da fällt noch ein bisschen Schrott runter. Aber Schrott hilft mir gerade nicht. Ich brauche eher Baupläne. Ein Trockendock könnte ich bauen. Das wäre tatsächlich machbar, aber ein Trockendock alleine reicht eigentlich nicht. Bei anderen ist es vielleicht doch, weiß ich nicht. Da sind wir in einer ziemlich guten Region gelandet. Hier, wenn ich mir das angucke, hier ist das Wasser einigermaßen klar. Du kannst weit gucken. So. Die Gegend sieht doch ganz hübsch aus. Okay. Jetzt gucken wir erstmal, was wir brauchen. Okay. Also das müssen wir wegschmeißen eigentlich hier. 23 Wasser weniger. Wow. Okay, das soll man nicht machen. Das essen wir. Das essen wir. Den Block könnten wir schon beinahe essen jetzt hier. Silbererz, Blei, Kupfererz haben wir gefunden. Okay. Was bräuchte ich um... Das nicht. Hier aus Werkzeuge, ne? Was brauchten wir denn? Reparaturwerkzeug nicht. Ich brauche das Schneidwerkzeug. Hier, Laserschneider. Diamanten war das, was wir brauchen. Siehst du, das war das. Ich habe allerdings noch keine Ahnung, wo wir Diamanten herkriegen. Das sah allerdings aus wie Diamanten, da eine. Bin mir nicht sicher. Laserschneider. Diamanten, ehrlich gesagt, sind weiter unten. Feldmesser, also das nochmal. Werkzeug, das haben wir noch Equipment. Was haben wir hier? Wieder die Tafel. Kreislauf-Tauchgerät spart Sauerstoff beim Tieftauchen, absorbiert CO2 und erzeugt daraus Atemluft. Das wäre gar nicht so blöde. Fasergewebe können wir herstellen, glaube ich. Kabelsatz müssen wir mal gucken. Dann sollten wir vielleicht doch mal upgraden. Kabelsatz. Kabelsatz brauchen wir 2 Silbererz. Wir haben, glaube ich, nur einen, ne? Gucken wir mal. Wir schmeißen mal den alten Fisch hier gerade über den Jordan. Weg und weg. Und dann gucken wir hier unten gerade mal nach ein bisschen Silbererz. Salzablagerung, Gold, Quarz. Das schwimmt hier ein bisschen. Jetzt war das vorher auch der Fall. Ich glaube nicht, oder? Quarz, Quarz. Schrott. Nee, wir haben keine Silberablagerung. Das Zeug schwimmt also doch weg langsam. Dann müssen wir es doch mal einsortieren, wahrscheinlich bei Gelegenheit, ne? Hm, wenn die Fische hier lang schwimmen, dann bewegt sich das. Das ist nicht gut. Ich muss nochmal Silber besorgen. Das heißt, wir kommen hier nicht weiter wegen Silber. Dann sollten wir doch nochmal ein paar Expeditionen machen. Ich guck mal gerade, was habe ich jetzt noch? Ich würde den Nährstoffblock ungern essen. Den würde ich echt als allerletzten Ausweg nehmen. Was konnten wir denn noch machen? Oder beziehungsweise, was wäre denn noch machbar? Schwimmflossen. Ich glaube, wir brauchen eine verbesserte Crafting-Ding. Jetzt sind wir mal hier. Da brauchen wir auch einen Kabelsatz für. Toll. Wir brauchen Silber. Das heißt, wir müssen doch nochmal auf Exkursion gehen. Dafür kein Weg dran vorbei. Kabelsatz, Kabelsatz.
Wo sind denn die verbesserten Schwimmflossen? Die müssten doch hier bei Ausrüstung sein, oder? Das haben wir alles hier, aber das hilft uns nicht weiter. Tja, wir müssen nochmal weitergehen. Ich muss nochmal Essen besorgen. Und dann muss ich nochmal schauen, dass wir irgendwie... Komm her hier. Dass wir irgendwie noch Sachen finden. Ich muss auf Suche gehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen die Sachen finden, damit wir hier weiterkommen. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Das Gute ist, hier leuchtet im Dunkeln hier. Oh, komm mal her. Das mit dem Wasser ist kein Problem, ne? Wir bräuchten... Achso, Salz habe ich ja eigentlich auch. Der schwimmt ganz schön schnell, muss ich zugeben. Da ist noch ein bisschen Wasser. Okay. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier den Dings nicht verliere. Da haben wir noch ein bisschen was. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr. 3 Fische könnten reichen. Habe ich denn Salz noch unten liegen? Könnte ich mal gucken. Da könnte ich die vielleicht pökeln. Dann wäre das vielleicht gar nicht so blöde. Ich habe doch hier noch Salzablagerungen gesehen. Da. Gib mir die mal mit. Dann kochen wir uns mal lecker was zu futtern, was ein bisschen länger haltbar ist. Hoffe ich. Aber erstmal Wasser. Nein, Wasser. Da, Essen. Okay, ich mache nochmal ein paar Sachen fertig, würde ich sagen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Ich hoffe, ich bin dann einigermaßen vorbereitet. Und dann machen wir uns nochmal auf den Weg. Wir müssen irgendwo noch was Sachen finden. Das Problem ist, ich brauche Diamanten. Und ich weiß leider nicht genau, wo ich Diamanten herkriege. Ich hätte gesagt, ich muss in tiefere Regionen vorstoßen. Weil das ja auch ein bisschen besseres Material ist. Und ja, da muss ich nochmal schauen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht genau, wie ich das machen kann. Weil... Das mit dem Tauchen glaube ich nicht so einfach ist. Das ist auch gepökelt eingestellt, ich weiß gar nicht. Okay, Glubscher, Salzablagerung haben wir noch. Oh komm, ich guck gerade nochmal. Einen Fisch kriegen wir doch noch hier gerade, oder? Sagte er und hat einen gefunden. Okay. So, können wir den noch kochen hier? Beziehungsweise pökeln. So, die haben jetzt alle gepökelt. Okay. Oh, jetzt muss ich auf jeden Fall noch auslagern. Trinken müsste ich eigentlich noch. Okay, Essen ist gut. Dings würde ich jetzt ungern verbraten. Das heißt, ich muss auf jeden Fall nochmal Zeug abladen. Na gut, ich mache das nochmal fertig hier und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!